Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapinter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 86. Heute wieder mal ein reines Wochenupdate und zwar, ja, Dinge, die getan werden müssen. Das klingt ein bisschen nach Mafia. Nein, natürlich nicht. Aber es ist so, dass eben viele Sachen bei einer Modellbahn mal wieder gemacht werden müssen, die halt getan werden müssen. Und das ist nur heute wieder mal der Fall gewesen. Das sind Sachen, die Zeit in Anspruch nehmen, aber die eben meine Woche ja ausgefüllt haben, was das ganze Arbeiten angeht. Und das möchte ich euch natürlich heute gerne zeigen. Dem einen oder anderen wird es bekannt vorkommen. Das sind Sachen, die ich natürlich schon mal gemacht habe, aber ich habe ja auch viele neue Abonnenten und auch recht herzlich willkommen natürlich an dieser Stelle nochmal. Und die möchten das vielleicht auch noch gerne sehen. Und wie gesagt, es sind Sachen, die sowieso gemacht werden mussten. Also war es an der Zeit, das Ganze durchzuführen. Und den Rest, den zeige ich euch natürlich jetzt im Video. Bis gleich. Ja, recht herzlich willkommen zurück im Video mal wieder. Und ja, wir haben es eben gesehen, ich springe zurzeit ein bisschen in den Folgen hin und her. Wir haben die Brücke eben gesehen, die rote Brücke aus der letzten Folge. Und da habe ich euch ja gesagt, die habe ich reingeschoben. Das heißt, dieses Video oder dieses Material, was wir heute hier sehen, das ist tatsächlich von einer Woche vorher gewesen. Und ich habe das eingemischt, damit es einfach mal ein bisschen wieder was anderes gibt. Solange ich nämlich noch mit dieser unteren Ebene, mit dem Grob- oder Rohausbau noch beschäftigt bin, möchte ich euch natürlich immer mal ein bisschen was einflechten und naja, ein bisschen Abwechslung bieten. Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Hier im Hintergrund haben wir gerade gesehen, wie ich die... Ja, diesen Halter für den Halter, also für das Holz gedruckt habe. Und zwar musste ich mir überlegen, wir hatten ja in der vorletzten Folge, oder ich hatte es gemacht, die Weichenantriebe so von vorne als per Winkel angebaut, wer sich erinnert. Und damit ist es ja nicht getan. Es muss ja noch verkabelt werden. Und ich kann ja nicht die Kabel auf diesem kleinen Stückchen dazwischen, ich sag mal, das waren 11 cm, wenn ich dann oben und unten jeweils die Antriebe noch abrechnet, das Gestänge, was dazwischen hingeht, da darf ja auch kein Kabel zwischenhängen, das muss ja alles irgendwo hin. Und das ist natürlich jetzt der Fall bei diesem, was ich jetzt hier gerade zeige. Und zwar musste ich die Kabel von vorne an die Antriebe ranbringen. Und das, ich sag mal, das Schlimme an der Sache, ja, schlimm, ist ja so, dass ich zwar die Antriebe abbauen kann, aber ich muss ja auch die Kabel dann ja loskriegen und ich will ja nicht jedes Mal die ganzen Sachen dann lösen, beziehungsweise lösen muss ich sowieso, aber nicht alles ablöten und wie auch immer. Und deswegen habe ich so gemacht, dass ich die Kabel relativ einfach von vorne abkriegen kann. Und das habe ich natürlich mit der Leiste gemacht, die wir eben gesehen haben. Da kommen wir aber noch mal drauf. Da unten ist sie ja zu sehen. Aber erstmal muss ich jetzt natürlich die Signale oben anbringen. Die sollen ja damit versorgt werden. Das soll ja damit, das soll ja angeschlossen werden. Meine Signale werden ja an den Antrieben angeschlossen. Das heißt, die Anschlussstellen, die eigentlich für die Herzstück Versorgung, das klingt ja richtig wie beim Herzchirurgen gerade hier, gedacht sind, versorgen in dem Fall meine Signale. Das heißt, die Herzstückumschaltung verwende ich, um ja meine Signale anzusteuern, wie gesagt. Und das habe ich natürlich ja damit verwendet. Okay, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt, habe das vielleicht gerade mitgekriegt, weil ich gucke immer mal ab und zu, was ich hier im Hintergrund mache und erzähle was ganz anderes und dann braucht natürlich kein Mensch. Aber was ich hier im Hintergrund mache, ist kein Hexenwerk. Ich verlängere gerade die Kabel von meinen Signalen, teste sie wieder wie immer an meinem Eigenbau-Testkästchen. Das Ding hat keinen Namen, ein Testkästchen.
Und na klar, bevor ich es anbaue, möchte ich natürlich wissen, ob auch alles geht. Das bringt ja sonst keine Punkte, wenn man was anbaut und dann ärgert man sich. Oder es geht nicht und du denkst immer, oh, hier liegt ein Kabel falsch, ich muss es neu austauschen, ich muss da was machen, dort was machen. Und in Wirklichkeit ist eine LED, die nicht geleuchtet hat. Und das bringt es ja dann auch nicht. Aber das ist ja jetzt eine Sache, die macht ihr wahrscheinlich auch alle. Ja, jetzt werden die Kabel natürlich verlegt. Vielleicht mal noch für die neuen auf meinem Kanal. An meiner Anlage komme ich von unten nicht ran. Die ist in einem Schrank eingebaut. Man kann es ja vielleicht sehen, da unten ist eine Platte drunter. Und die kann ich komplett verschließen. Ich glaube, ich werde da nochmal irgendwann ein Video drüber machen. Ich habe das zwar schon 100 Mal gesagt, dass ich das machen will, aber ich werde es auch irgendwann machen. Und also muss ich alles regeln, dass ich von vorne ran kann. Das heißt, meine Weichenantriebe, die liegen alle an der Anlagenkante vorn dran. So dass ich bei Bedarf auch mal von Hand so einen Antrieb bewegen könnte, um zu gucken, ob irgendwas funktioniert. Im Moment mache ich es bei manchen Weichen sowieso, weil ich ja meine... das machen wir in einem der kommenden Videos. Ich will schon wieder mehr verraten, als ich eigentlich verraten sollte, weil wir haben ja ein ganz anderes Thema gerade hier. Aber immer noch kein Hexenwerk. Ich mache immer noch Kabelkram. Und das hatte ich ja gesagt. Das sind Dinge, die einfach getan werden müssen. Das ist so unglaublich. Langweilig ist es nicht. Das will ich nicht damit sagen. Aber das ist langwierig. Ja, man muss halt so viel machen, so viel Kabel verlegen. Und hier sehen wir es übrigens schon. Hier wird vorne mit Lüsterklemmen gearbeitet. Hier habe ich noch einen Fünferblock dran. Der ist also einer zu wenig. Da kommen jetzt dann Blöcke mit 6 Lüsterklemmen dran. Das heißt 3-mal Weichenversorgung und 3-mal Signale. Signale, was heißt 3-mal Signale? Aber immer jeweils ein Zugang und 2 Abgänge, so dass ich ja dann rot und grün schalten kann. Brauche ich den meisten von euch mit Sicherheit nicht zu erklären. Aber es gibt ja auch Leute, die sind neu. Und da kann man das ja ruhig mal sagen. Wenn Fragen sind, wenn mal jemand das wissen möchte, ich beantworte gerne auch die Kommentare dazu oder die Fragen dazu. Wir haben es ja gerade in den letzten Wochen, habe ich es sehr, sehr oft gehabt, dass auch zu älteren Videos Fragen gekommen sind, wo ich gerne drauf eingehe. Aber auch, wo ich mal Tipps und Hinweise bekomme. Gerade letzte Woche schöner Tipp bekommen mit Servoantrieben. Da haben wir uns sehr nett unterhalten. Aber da komme ich auch mal noch zu. Bei diesen Gedanken werde ich definitiv aufgreifen. Aber das möchte ich mal in einem anderen Video machen, wie ich das lösen werde. Oder wie ich den Tipp bekommen habe. Aber jetzt mal wieder zu dem Video, was wir jetzt hier machen. Und zwar die Kabel, diese dünnen, die kommen ja alle von den Antrieben hier im Hintergrund. Das heißt, diese 2 blau, 1 gelb, 2 braun, 1 rot, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht richtig durcheinander bringen lasse. Es ist ja auch so, dass ich habe mitunter noch ältere Antriebe da. Die haben die Farben ein bisschen anders, aber nicht wirklich viel. Also man muss da ein bisschen gucken. Aber das ist ja kein Problem. Und dann habe ich ja natürlich meine eigenen Regelungen, wie ich das dann mit meinen Farben mache, damit ich ja später auch dann weiß, wenn ich es anschließe, wie ich es machen muss. Das heißt, welches Kabel was ist. Deswegen kleben da oben ja auch die Bezeichnungen drauf. Werdet ihr mit Sicherheit genauso machen oder ähnlich machen. Und so, dass ich später an den Kabeln weiß, wenn ich den anklemmen werde, was ist natürlich. Ansonsten muss ich ja jedes Käbelchen, und das geht nicht bei mir. Ich komme nicht drunter. Wir sehen es ja im Untergrund ein bisschen, was da so an Gestängen langläuft. Und wie gesagt, da ist der Platz nicht. Und von vorne, wir haben es ja gerade gesehen, diese Leiste, die jetzt hier gerade mit den Kabeln ist vor uns, die ich am Anfang gebaut habe, die war eben hochgeklappt. Deswegen war die nicht zu sehen. Ja, dann mache ich eine nur die linke Schraube ab. Die rechte mache ich ein kleines bisschen locker oder mache sie gar nicht erst so fest, sodass ich das dann hoch machen kann. Natürlich muss ich die Kabel von den Lüsterklemmen lösen, das ist auch klar. Aber das ist ja nun nicht wirklich die Arbeit da mit einem kleinen Schraubendreher da, die Kabel abzumachen. Ich hätte es auch steckbar machen können. Ja, aber Mensch, lass mal nicht übertreiben. Vielleicht mache ich es noch. Ja, das kann durchaus passieren. Wenn ich mal Langeweile habe später, wenn ich mal fertig bin und sage, was könnte ich denn jetzt noch tun, dann könnte ich solche Lüsterklemmen mal durch steckbare ersetzen. Aber gut, das ist alles Zukunftsgeschichte. Hier sehen wir die Signale leuchten, die sind natürlich alle noch von schief nach schräg, ist klar, die sind nur reingestellt, die sind nicht verklebt, gar nichts, deswegen ist das hier schräg. Die sind auch noch nicht bemalt. Wer meine Videos oder meine von vorher kennt, ich hatte die immer vorher schon bemalt, was ja auch Sinn macht. Aber in dem Fall hatte ich jetzt mal schwarz gekauft, die letzten Mal waren Silber, die habe ich jetzt in schwarz und die kann ich auch wunderbar auf der Platte dann später noch nachbemalen, wenn ich jetzt hier irgendwann hier unten anfangen werde. Und ja, das sind jetzt die Sachen, die ich jetzt in
der vorletzten Folge. Kommt durcheinander. Oben sehen wir nämlich gerade mal die Brücke. Aber das, die letzten Fotos hier, die sind noch neu. Und ja, und damit möchte ich euch schon wieder in die nächste Woche entlassen. Wir sehen uns am nächsten Freitag. Ich freue mich drauf. Da gibt es dann wieder was Größeres. Ja, da bin ich gerade dabei. Das möchte ich euch aber dann nächste Woche zeigen. Macht's schön gut bis dahin. Tschüssi, euer Aquapinter, aka Uli. Schöne Woche. Und wer mich noch nicht abonniert hat, macht's doch einfach. Der Uli freut sich. Und Fragen und Anregungen immer in die Kommentare rein. Ich versuche oder ich beantworte eigentlich alles. So viel sind's ja gar nicht. Das passt schon. Alles klar, macht's gut. Tschüss.